Hallo zusammen, ich bin heute an der Sonne und zwar habe ich hier zwei Solarpanel, 100 Watt. Die sind in Serie geschaltet und es geht hier jetzt nur um diesen MPPT-Laderegler. Weiter gehe ich von dem hier auf eine Batteriebox, also eine Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie. Ich weiß es nicht, ob man es sieht hier. Ich habe eine Ladung von 5,64 Ampere. Und jetzt gehe ich vor das Panel. Und jetzt seht ihr, die Ladung geht zurück. Jetzt habe ich noch 1,2. Und wenn ich wieder Platz mache vorm Panel, geht die Leistung wieder hoch auf 5 Ampere. Also ich habe hier diesen MPPT-Laderegler, schlicht einfach ohne großen Schnickschnack, ohne Anzeige, weil der Regler muss ja so nah wie möglich an der Batterie sein und ich sage immer direkt auf die Batterie hängen, dann übernimmt er die Spannung von der Batterie. Und ich brauche, weil ich ja die Anzeige schon auf dem App habe, nicht, was er sonst noch bringt. Ich brauche nicht 3, 4 Anzeigen, sondern eine, die von der Batterie. Dann sehe ich auch, was der Regler bringt. Und zweitens könnte ich jetzt auch hier messen. Wenn ich jetzt hier auf die Plusleitung gehe, sehe ich, der liefert 2 Ampere. Und wenn ich auf dem Handy schaue, sind das 5,7 Ampere. Weil hier habe ich eine höhere Spannung und wenn ich jetzt das Panel umhänge, hierhin, hier habe ich dann wieder die 5 Ampere, was in die Batterie reingeht. Beim PWM-Laderegler, der schaltet ja nur ab, das heißt der Strom, wenn ich 2 Ampere bringe, dann können maximum 2 Ampere raus. Und beim MPPT-Laderegler ermittelt ja den Höchstpunkt der Maximal Powerpoint Tracking, MPPPT, und dann die Batteriespannung und dann kann der Ausgangsstrom höher sein als der Eingangsstrom. Vom Preis her, so ein Regler kostet um die 80 Schweizer Franken. Schlicht und einfach. Ich mache euch hier ein Video über die Batteriebox und hier ein anderes Video über die die Solarpanel. Habe ich alles bei uns am Lagershop, da mache ich hier ein Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag.